Wir befinden uns hier heute in Straubitz, einem kleinen Ort am nördlichen Rand des Biosphärenreservats Spreewald, mit vielen Alleinstellungsmerkmalen, die man durchaus besichtigen kann und möchte. Ja, wir stehen hier am Technischen Denkmal der Holländerwindmühle in Straubitz. Das ist die letzte produzierende Dreifachwindmühle in Europa. Wir hier in Straubitz arbeiten aber jeden Tag nur noch in der Ölmühle und stellen das berühmte Spreewald-Gold-Leinöl her. Wir haben auch täglich für unsere Besucher geöffnet und laden Sie herzlich zu einem Rundgang ein. Willkommen, das ist das Kunstwerk der heiligen Spreewald-Gurke. Da freuen wir uns sehr, dass das jetzt am Hafen in Straubitz bleibt nach der Aquamediale. Der Künstler heißt Buck. Ich musste extra in Thailänder kommen für so eine tolle Idee. In Thailand beklebt man die Buddha-Statuen mit Blattgold und wünscht sich etwas mit der Familie. Und so ist dieses Kunstwerk hier auch gedacht. Man kann es mit Blattgold bekleben. Ich habe hier auch gerade was in der Hand. Und dann kann man sich was wünschen. Ihr seht ja, die wurde schon sehr beklebt. Ne? Das sind alles einzelne Wünsche. Hier in der Schinkelkirche von Straubitz, einer Kirche, die nach Plänen von Schinkel im Jahre 1828 bis 1832 erbaut wurde, haben wir hier in einer 1000-Seelen-Gemeinde eine Kirche, die seinesgleichen sucht. Sie ist ca. 40 Meter hoch, hat zwei Türme und ist auch damit ziemlich einzigartig, nicht nur hier in der Umgebung, sondern auch in Deutschland. Ich bin gerne in der jungen Gemeinde, weil ich den Austausch zwischen Moderne und Tradition sehr schätze. Ich persönlich bin gerne in der jungen Gemeinde, weil ich die Treffen außerhalb der Kirche mit den anderen jungen Erwachsenen und dem Pfarrer sehr schätze, weil man sich dort nochmal auf einer anderen Ebene begegnet und wir dort auch unsere gemeinsamen Aktivitäten und Fahrten planen. Straubitz grüßt seine Gäste, Sie sind immer willkommen und Sie werden eine Menge erleben. Wir freuen uns auf Sie.